Matthias Mayer hat gestern für einen Eklat gesorgt. Sie haben, auch wenn Sie nicht in Kitzbühel sind, allerdings auch Insider-Informationen, die wir Ihnen gerne auch jetzt abbringen wollen. Welche sind denn das? Naja, es ist so, wir waren ja bis am Montag dieser Woche noch pointierterweise im Kitzhof, ist ja das größte Hotel in Kitzbühel mit 350 Gästen, Gästebetten und vom Direktor Mittner wunderbar geführt. Muss man dazu sagen, der Mittner ist auch der, der letzte Woche beim Ableben von Beckenbauer, der war auf der Titelseite der Bild-Zeitung, weil er war der Letzte, der noch das Fest, das Karpfenfest mit dem Beckenbauer gemacht hat. Und der hatte eben gestern Abend oder gestern Nachmittag diese Veranstaltung, wo es dann zum Eklat mit Matthias Mayer, mit dem dreifachen Olympiasieger und Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaft gekommen ist. Und das ist durch die Medien gegangen und dann sind meine Telefone heiß gelaufen, weil mich meine Freunde angerufen haben. Und ich habe dort ein Dutzend Freunde, einer nach dem anderen hat mich gestern bis Mitternacht angerufen und alle haben gesagt, du, das war ganz anders wie in den Medien. Und ich habe dann, weil ich es natürlich hasse als Journalist, wenn da Fehlinformationen transportiert werden, angefangen selber ein bisschen nachzurecherchieren, auch mit dem Direktor Mittner gesprochen. Und was dort mit wirklich passiert ist, gestern Nachmittag, ist sehr erstaunlich. Um 15.30 Uhr hat es begonnen, dass der Matthias Mayer sehr komische, gutturale Laute von sich gegeben hat. Und A und O. Und es haben sich alle gewundert, aber hat niemand irgendetwas getan. Das ging fast eine halbe Stunde so. Und dann ist er auf die Sessel gestiegen, hat begonnen mit Getränken herumzuschütten, hat dann begonnen auch zu schreien. Die Veranstaltung ist weitergegangen, es hat keiner was getan. Und meine Freunde haben mir erzählt, in unmittelbarer Nähe stand die Präsidentin, die Roswitha Stadlober von Ski Austria, vom österreichischen Skiverband, hat ihn einmal kurz angesprochen, aber es hat keiner irgendwas gemacht. Obwohl dort eigentlich 6 Security-Leute waren. Und jetzt muss man dazu sagen, das Hotel Kitzhof ist der Ausrichter, der Veranstalter ist die Firma Army Pro vom Hans Holzer. Aber es haben weder die einen noch die anderen was getan und das hat mich sehr gewundert. Und ich habe dann heute mit dem Direktor Mittner gesprochen und er hat gesagt, schau, Christian, es ist so, wenn da 300 Gäste sind und dann passiert etwas derartiges und du hast dann Olympiasieger und Bronzeweltmeisterschaftsgewinner, dann zerrst du den ja nicht raus, was meiner Meinung nach wahrscheinlich die klügste Idee gewesen wäre. Und dann ist das Ganze eskaliert, wirklich eskaliert. Dann kam die Polizei mit dem Amtsarzt, hat ihn dann fixiert, hat ihm dann Handschellen angelegt und hat ihn dann aus dem Gebäude herausgebracht. Das also die Situation. Und dann habe ich mir angeschaut, die Medienberichte, und bin vom Sessel gefallen, weil dass der Ski Austria dann eine Aussendung macht, wo über die psychischen Probleme des Herrn Mayer berichtet, ist meiner Meinung nach unvorstellbar. Wir sind hier in einer Situation, wo das im höchstpersönlichen Bereich von jemand ist. Psychische Probleme sind höchstpersönliche Bereiche. Das hat nur die betroffene Person selber zu entscheiden. Die haben aber nicht gefragt, die haben die Familie gefragt und wollten dann keine weiteren Auskünfte geben. Also ich würde sagen, Frau Stadlober, Sie haben die Situation wirklich nicht im Griff. Das ist für mich der wahre Skandal. Das Zweite ist, ich habe dann meine Freunde gehabt, ja, was hat er gehabt, hat er psychische Probleme gehabt? Na, die mögen vielleicht die kausale Ursache gewesen sein, aber alle meine Freunde sagen dasselbe. Offensichtlich und offenkundig war er sturzbetrunken. Klar, können Sie sich vorstellen, dass da aufgrund vielleicht von Problemen eben erst recht zum Alkohol gegriffen wurde? Das heißt, Ihr ganz klarer Vorwurf auch, man hätte hier viel schneller auch Matthias Mayer zu Hilfe kommen sollen. Also ich glaube, also schau, es ist schwer. Ich mag den Hannes Mitterer und der ist ein wunderbarer Hoteldirektor. Ich verstehe ihn. Er hat zu mir gesagt, Christian, schau, ich sag dir das mit Avery Brundage, the show must go on. Es ist auch die ganze Zeit diese Veranstaltung weitergegangen. Aber ich kann mich erinnern, das ist zwar ein drastisches Beispiel jetzt, aber irgendwie erinnert es mich dran. Ich habe als junger Mensch einmal in Reader's Digest gelesen, dass auf einer Autobahn jemand einen schweren Unfall gehabt hat und auf der Überholspur gelegen ist. Und dann sind 80.000 Autos an ihm vorübergefahren. Und da sind 300 Leute in einem Saal und keiner greift eigentlich ernsthaft ein. Die Polizei muss dann erst eingreifen. Also ich würde sagen, das gibt nicht gerade das beste Zeugnis für die, die dort waren.
Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich selber dort was versucht hätte, aber eigentlich müsste man was versuchen. Und das Zweite ist, dort sind ja in diesem Haus sind auch die ganzen ÖSV-Stars untergebracht, und zwar wunderbar untergebracht. Also Hannes, du machst einen tollen Job. Und es waren natürlich auch jede Menge Prominente dort, Landeshauptleute. Das heißt, du musst ja dann auch eine Security haben, um diese Leute zu schützen. Weil was willst du als Veranstalter oder Verantwortlicher machen, wenn dort jemand ausrastet? Und jetzt ist mir eines ein ganz wichtiges Anliegen. Wenn das wirklich psychische Probleme waren, ich will jetzt was erzählen, was vielleicht auch nicht normal ist, für mich ist es ganz normal. Wenn du eine Verletzung hast, dann gehst du zum Arzt und lässt dich behandeln. Und wenn du eine Verletzung der Seele hast, dann gehst du zu einem Therapeuten und lässt dich therapieren. Ich habe das mit 50 gehabt, eine schwierige Phase in meinem Leben gehabt und habe mir einen Therapeuten geholt. Und es hat mir wirklich geholfen. Jeder, der da draußen das sieht und Probleme hat, der soll sich dafür nicht genieren. Er soll sich einen Therapeuten holen. Er soll sich therapieren lassen. Das musst du behandeln. Das ist eine schwere Läsion der Seele. Aber es ist juristisch gesehen im höchstpersönlichen Bereich und geht niemand was an. Nur den persönlich Betroffenen. Und da ist der österreichische Skiverband oder Ski Austria, wie Sie jetzt heißen, Frau Stadlober, Sie haben das, ich wiederhole das, nicht im Griff, wirklich ein Fauxpas passiert, der absolut indiskutabel ist. Das ist sogar meiner Meinung nach massiv rechtlich zu bekämpfen mit Unterlassungen. Jetzt ist natürlich die Katze aus dem Sack, jeder hat das gelesen. Es gab, wie man gehört hat, auch Vorfälle bereits in Kärnten, ähnliche. Und ich meine, mir tut halt der Matthias Mayer wirklich irrsinnig leid und es ist ein toller Bursch. Und ich sage ihm, um Gottes Willen, lass dich bitte kurieren, lass dich behandeln, man muss ihm helfen, solchen Menschen muss geholfen werden. Und wenn er es nicht selber kann, muss halt die Familie dann einstellen. Und der ÖSV oder Ski Austria soll sich bitte aus den höchstpersönlichen Angelegenheiten seiner Mitglieder oder seiner Mitarbeiter oder der, mit denen er zu tun hat, tunlichst bitte heraushalten, weil das ist meiner Meinung nach der einzige wahre Skandal, der da passiert ist.